Eine Auffahrt hat der Veteranenturnverband Luzern-Obold-Nidwalden zur 71. Landsgemeinde nach Lebiken eingeladen. Ein stolzes Aufgebot von 270 Turner, darunter 30 Frauen, haben der Einladung Folge geleistet. Unter den Ehrengästen höchste Turner der Erwin Grossenbacher von Neuenkirch, Zentralpräsident vom Eidgenössischen Turnverband, der höchste Luzerner, der Präsident vom Kantonsrat, der Franz Wüst von Ettiswil, der höchste Turner von der Innerschweiz, der neue Präsident vom Turnverband Luzern-Obold-Nidwalden, der André Weiss von Büren. Er hat hier seine Antrittsrede gehalten. Der Turnverband hat einen neuen Präsident. Was ist das für einen? Relativ viele Leute hier werden mich nicht persönlich kennen, darum erlaube ich mir, dass ich mich ganz kurz vorstelle. Und unter anderem der höchste Nebiker, der Gemeindepräsident Kurt Komschek. Geleitet hat die Versammlung der Karl Schuppert von Ettiswil. Auf der Traktandenliste gestanden sind unter anderem Ehrungen und Referat von höchster Stelle. Nicht auf der Traktandenliste, aber nicht weniger wichtig, Pflege von Kameradschaft bei gemütlichem Zusammensein, Essen und Trinken in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle zu Nebiken. Anlass vom Tagungsort, das 100-jährige Bestehen vom STV Nebiken. Karl Schubert, Obmann vom Veteranenturnverband Luzern, Ob- und Nidwalden, heute Tagung Landsgemeinde in Nebiken. Was hat das für einen Zweck? Also, wenn man das vergleichen kann wie mit der Delegiertenversammlung oder Generalversammlung, wo man den Verband und der Verband hat jetzt einfach seine Ziele sind der Landsgemeinde. Seine Ziele sind der Obmann und kein Präsident und ein Sekumeister, kein Kassenschreiber. Und so weiter. Das sind einfach die Traditionen, die man früher von der Turnerei einmal hatte, hat man übernommen. Und die weiterführen in diesem Veteranenturnverband. Wir sehen einen ausführlichen Beitrag auf Telenav, Telezentralschweiz. Kurz zum Ablauf. Wie läuft so eine Landsgemeinde ab? Ja, so eine Landsgemeinde sind die üblichen Traktanten, wie gesagt, wie man sie auch hat an den Delegiertenversammlungen oder an den Generalversammlungen. Man tut Rechenschaft ablegen, was eigentlich besonders ist, dass man Vergabungen macht und dass man Ehrungen macht. Oder wir haben doch in dem rund 900 Mitglieder zählenden Verband hat sehr viele Leute, die 80 und älter sind, die ihr Leben in der Turnerei, ihr Leben in der Turnerei beschrieben haben. Und die tut man dann auch speziell ehren auch an dieser Landsgemeinde. Das ist eine Tradition. Das ist also ein bisschen der Höhepunkt. Da kommen die Veteranen kommen führen. Wie lange sind die ungefähr etwa dabei im Turnverband? Ja, also das sind jetzt die heute 80 und mehr Jahre alt sind, die tun wir speziell ehren. Aber wenn jetzt beispielsweise einer mit 5-6 Jahren in die Jugendreigen ist, kann das sein, dass er 70, 80, 85 Jahre turnt hat, oder in einem Turnverein war bisher, oder? Und das sind nicht Leute, die einfach kurzum dabei sind, sondern das sind wirklich altverdiente Leute, die Chargen in ihren Vereinen hatten, die Präsidenten sind, im Vorstand sind, Oberturner sind und so weiter. Und das ist auch eine Art des Klassentreffen wieder, so eine Landsgemeinde. Also die chargierten Leute von den Turnvereinen, die früher die haben zusammen Turnfest bestritten haben. Die kommen wieder alle Jahre zusammen an unseren Tagen, ins Senderland wieder. Und das ist eigentlich ein Sinn und Zweck. Und nicht eine grosse administrative Abhandlung, sondern es soll locker gehen bei uns. Und Kameradschaft steht effektiv im Vordergrund. Und dass wir auch an den Leuten danken, die früher einmal den Turnsport hochgehalten haben. Und der Anlass ist verbunden, hat auch hochrangige Persönlichkeiten aus der Politik gehabt, der höchste Luzerner, quasi euer Nachbar, oder? Ja, das ist so. Wir laden immer Reste von der Regierung bis immer in dem Amt, wo die Veranstaltung stattfindet, werden natürlich Kantonsräte eingeladen. Und es wird die Regierung eingeladen, der Kantonsratspräsident und der Präsident, die sind alle Jahre anwesend bei uns, aber auch der Präsident des Schweizerischen Turnverband oder des Kantonalturnverband oder von diesen sportlichen Verbänden, die sind natürlich bei uns dabei. Ja. Der
Karl Schuppert hat es gesagt, unter den ihren Gästen der höchste Turner der Schweiz, der Erwin Grossenbacher von Neuenkirch, früher Reiden. Seit dem 1. Januar 2014 ist er Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverband mit rund 365'000 Mitgliedern. Eine grosse Ehre für die Veteranen heute von Nebiken. Der Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbandes, Erwin Grossenbacher, ist auch da. Was ist genau die Funktion heute? Also heute bin ich ganz einfach Ehrengast hier. Also dank dem Amt werde ich meistens eingeladen an so Versammlungen. Bundesrat, da hat es 7 Leute, wo der Bundespräsident Vorsteher ist. Wie viele Leute hat es bei euch im Verband? Ja, das ist genau gleich. Wir sind auch 7 im Zentralvorstand. Also, aber natürlich nicht ganz so wichtig, wie das jetzt, wenn man Bundesrat ist. Und Mitglieder? Wir haben 365'000 Mitglieder. 365'000, eine ganz stattliche Zahl. Was macht ihr alles? Wie seid ihr aufgestellt? Also wir sind vom Breitensport über den Spitzensport vertreten, vom Alter her, vom Mucki bis zum Seniorenturnen. Wir machen eigentlich alles, A bis Z. Heuer, was steht heuer besonders an? Also heuer ist sicher der grosse Höhepunkt, das Gymnastrada, wo wir mit 4'000 Turnerinnen und Turner auf Helsinki gehen. Gymnastrada ist das Weltturnfest. Da hat es etwa 22'000 Mitglieder, also Mitteilnehmende, die von der ganzen Welt kommen. Der Turnsport national gesehen, wie ist das bei euch? Habt ihr genug Mitglieder? Flacht das auch ein bisschen ab? Oder im Zug von der Individualisierung? Ja, es ist ganz ein leichter Rückgang. Wir konnten jetzt bremsen von der Jugend her. Also in der Jugend haben wir einen schönen Zuwachs gehabt. Bei den Aktiven haben wir auch ganz einen kleinen Zuwachs gehabt. Und wo wir ein bisschen verlieren, ist bei den älteren Semestern. Das heisst, dass wir die Solidarität nicht mehr ganz so spielt. Das ist das, was ich schade finde eigentlich. Auf was freut man sich das Jahr besonders? Also wir haben heuer nebst der Gymnastrada und selbstverständlich wieder den Swiss Cup, wo wir uns darauf freuen. Wir haben das nächste Jahr vor allem den Gym Motion, das ist die ehemalige STV Gala. Und wo wir ganz grosse Arbeit haben jetzt, ist die Europameisterschaften in Bern, die nächstes Jahr im Mai, Juni stattfindet, wo uns da sehr beschäftigen. Wir wünschen viel Erfolg. Danke vielmals. Danke. Die ausführliche Reportage von der Veteranen-Landsgemeinde der Turner in Nebiken seht ihr in einer Sondersendung. Angekündigt wird sie dann aus Hinweis auf den Programmtafeln. Unter anderem ins Bild gebracht werden hier alle Veteranen über 80 Jahre, die besonders geehrt worden sind. Also reinschauen und nicht verpassen. Die erste Frage unter Traktanten Verschiedenes ist, habt ihr Anregungen, Reklamationen? Der Gemeindepräsident, der Hochkampfpräsident, Herr Ehrenobmann, sehr verehrte Gäste und Vertreter von den befreundeten Verbänden, Vertreterinnen von den Medien, liebe Kolleginnen und Kollegen, respektive Veteraninnen und Veteranen, Ihre Damen, die Hübschen, selbstverständlich OK-Mitglieder, Helferinnen und Helfer, meine Damen und Herren. Wir sind heute von den Kameraden von Ebiken sehr freundlich empfangen worden. Herzlichen Dank, ihr seht die wunderbare Dekoration. Und wir sind von einer Gruppe von der Feldmusik Nebiken auch musikalisch empfangen worden. Im Rahmen von der Feierlichkeiten von der 100 Jahre STV Nebiken dürfen wir heute unsere 71. Landsgemeinde durchführen. Hier. Ich danke dem OK von STV Nebiken unter der Leitung von Pio Schürmer für das Gastrecht und wünsche dem Verein für die nächsten 100 Jahre ebenso viel Erfolg wie bis anhin. Das OK Landsgemeinde unter der Leitung vom Ortsgruppenobmann Rolf Obrist hat die Tagung hervorragend vorbereitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr voller Zufriedenheit am Nachmittag werdet heimgehen. Wir freuen uns, mit euch ein paar schöne Stunden zu verbringen. Darf ich jetzt
im Namen der Rockmannschaft, vom Veteranenturnverband Luzern Obertnettwalden, Sie zur 71. Landsgemeinde ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen als Nebik. Wir freuen uns über die grosse Teilnahme. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem jubilierenden Verein. Und wenn ich die Anmeldungen durchgeschaut habe, sind rund 30 Frauen, die sich hier angemeldet haben. Das ist doch etwas Wunderbares für uns. Wenn ich denke, dass wir vor 3 Jahren Statuten geändert haben und die Frauen aufgehört. Dieses Jahr treffen wir uns wieder am traditionellen Datum der früheren Jahre, also an Auffahrt. Und ich bin froh, dass die Ortsgruppe und die Männer das letzte Jahr beschlossen haben, nicht mit allen Mitteln am Auffahrtstag festzuhalten. So sind wir flexibel und können den Wünschen der Organisatoren in nächster Zukunft Rechnung tragen. Nun freue ich mich, namentlich einige Gäste aus Politik und Sport und verbündeten Organisationen einzeln dürfen zu begrüßen. Die Namen sehen Sie dann gleichzeitig auch als Beamer. Und wenn ich einen Sprachfehler mache, so tut sie das ja automatisch korrigieren. Es freut mich außerordentlich, dass ich den Kantonsratspräsident, den Franz Wüst von Ettisil, darf begrüßen unter uns. Ich begrüße den Erich Leuenberger von Ebiken, Kantonsrat. Der Erich, wir sagen den Binatorner, der Ritschi. Ich gratuliere den beiden Kantonsräten zur Wiederwahl und freue mich bei dieser Gelegenheit, auch 2 weiteren anwesenden Mitglieder zur Wahl und Wiederwahl im Kantonsrat herzlich zu gratulieren. Es sind das Hildegard Meier aus Riesau und der Georg Stubach von Triegen. Herzliche Gratulation. Ich begrüße den Gemeindepräsidenten von Ebiken, den Kurt Kumschick, den Präsidenten vom OK von Landsgemeinde, der Rolf Obrist, den Marcel Meier, Präsident vom Tonverein in Ebiken, und der Seppi Holzmann, der Ehrenobmann vom Tonverein Nebik. Der Grossenbacher Erwin, Zentralpräsident des Schweizerischen Tonverband, er ist hier mit seiner Frau Silvia. Silvia ist ein Mitglied der Reisekommission. Der André Weiss, der neue Präsident vom Kantonalturnverband Luzern-Obernibalden. Und begleitet durch den Devi Hurschler, Vizepräsidentin von dem Verband. Selbstverständlich herzlich begrüßen und freut mich, dass der Leser Hans-Rudi, unser Ehrenobmann, da ist. Und die Ehrenveteranen der Osterberger Benni, der Gander Hans, der Theo Krauer. Dann begrüße ich befreundeten Verbände, das ist ein bisschen schwierig, vom eidgenössischen Veteranenturnverband Luzern-Obernibalden, der Abraham Krieger und der Guido Baumgartner, und von der Eidgenossen der Stadt Luzern, der Kaufmann Hans-Jörg und der Eugen Arlet, und von der Aargauer Turnverband Heinz Kiel und Alois Bründler, und von den Zentralschweizer selbstverständlich der Bucher Max und der Arnold Hitz. Die Revisoren Max Ackermann Müller Franz und von den Scheckempfänger von der Kotstorner Marcel Wobisberg, Präsident von der Kantonalto Kotstornerverband, und der Bruno Klauer. Und selbstverständlich auch die Organisatoren von der letzten Landsgemeinde Seppisil, Peter Obi und Hess Rudi. So, selbstverständlich nicht minder herzlich begrüße ich auch die Presse unter uns. Das ist unsere Ursula, Trotti Blum, und selbstverständlich der Napf ist heute das erste Mal unter uns. Ihr seht, es hat noch nicht ganz gelangt für die Tagesschau, aber das nächste Jahr sind wir ja auch so weit. Jetzt, Entschuldigung, auch das gibt es natürlich bei uns. Und stellvertretend für sehr viele Entschuldigungen, es sind übrigens gegen 100 schriftlich und telefonisch eingegangen bei uns, darunter auch Fahnengotter und der Fahnengötti und der Ehrenobmann Seppi Achermann.
Weiter möchte ich erwähnen, unsere Nachbarin oder die Nachbarin von Ebiken, Nationalrätin Ira Banzmann. Sie möchte die freien Tage über die Ufer, den Foto zu benutzen, Kraft zu danken für den Wahlkampf im Herbst. Und auch die Entschuldigung von der Luzerner Regierung, für die habe ich Verständnis. Die Luzerner Regierung hat ja das Heu im Trockenen und muss erst wieder in 4 Jahren gehen. Alle Entschuldigungen, die sonst noch bei Ihnen eingegangen sind, sind selbstverständlich hier damit eingeschlossen. Und nun, meine sehr verehrten Gäste, Veteraninnen und Veteranen, wir gehen über zur Totenehrung. Immer zu Beginn der Landsgemeinde, wenn wir die im vergangenen Verbandsjahr verstorbenen Kameraden gedenken. Wir haben die Trauerfamilien jeweils kontrolliert, einen Geldbetrag für einen Grabschmuck beigelegt und nach Möglichkeit ist die Ortsgruppe mit einer Fahnendelegation bei der Bestattung dabei gewesen. Unser Mitgliederbetreuer, der Oskar Michel, wird nun einige besinnliche Gedanken zu Ehren der Verstorbenen vortragen. Und während denen, als dem der Oskar redet und die Musik dann spielt, erscheinen die Namen am Beamer. Oskar, du hast das Wort. Geschätzte Gäste, liebe Veteranenkameraden und Kameradinnen. Ich habe eine kurze Einleitung zur Totenehrung. Du bist nicht tot, sondern nur untergegangen wie die Sonne. Wir trauern nicht über einen, der gestorben ist, sondern über einen, der sich vor uns verborgen hält. Nicht unter den Toten suchen wir dich, sondern unter Seligen des Himmels. Auch im vergangenen Verbandsjahr haben uns leider, liebe Veteranenkameraden, müssen für immer verlassen. Sie alle haben den Weg zur ewigen Ruhe gefunden. Wie der Karin gesagt hat, erscheinen alle Verstorbenen namentlich auf der Leinwand. Zum Gedenken für die Kameraden, die nicht mehr unter uns sind, möchte ich euch bitten, aufstehen. Anschließend spielt eine Kleinformation von der Feldmusik Nebiken zum Gedenken ein musikalisches Stück. Nebiken ganz herzlich. Sie werden die Einsetzung verlassen. Ich danke ganz herzlich, dass Sie die Umrahmung gemacht haben. Und jetzt, wenn die Musik uns verlassen hat, kommen wir zum ersten Höhepunkt der heutigen Versammlung. Und das ist Grußwort vom Gemeindepräsidenten von Ebiken, von Kurt Komschek.
Sehr geehrte Damen und Herren, Veteraninnen und Veteranen vom Veteranenturnverband Luzern, Ob- und Nidwalden. Werte Gäste aus Sport und Politik, zu eurer 71. Landsgemeinde darf ich Sie in Nebiken recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Schön, dass Sie für eure Tagung Nebiken gewählt haben. Die Gemeinde im unteren Wickertal am Fuss vom Santenberg mit einer Grösse von rund 3,7 Quadratkilometer. Mit heute rund 2.500 Einwohnern. Der Steuerfuss beträgt 1,9 Einheiten. Unser Dorf wird umgrenzt von den Gemeinden Altisofen, Dagmarsellen, Egonswil, Schütz und Ebersecken. Nebiken ist zum ersten Mal 893 als Levin Hova im Zusammenhang mit dem Hof von der Abtei Zürich erwähnt wurde. Seit der vorhandenen Wasserkraft aus Lauteren und Wigeren und dem Bau von der Zentralbahn 1856 hat sich unser Dorf nach und nach zur heutigen Wohn- und Industriegemeinde mit heute gegen 1000 Arbeitsplätzen entwickelt. Nebiken hat im Zusammenhang mit der enormen Entwicklung die laufenden Probleme gelöst, indem sie zum Beispiel das Dorfzentrum und Kille erstellt hat, Schul- und Mehrzweckanlagen, Picknickplätze, Naherholungsgebiet, Wanderwege und so weiter realisiert hat und laufend tut unterhalten. Daraus resultiert heute in nächster Nähe von unserem Zentrum in der Mitte der Schweiz, im Nachbarsdorf der Autobahnanschluss, ein bedienter Bahnhof, gute Hauptverbindungsstrasse, manchmal ist ein bisschen verstopft, der öffentliche Verkehr, eine Poststelle, eine Bank, Bade, Dorfläden, Werk- und Landwirtschaftsbetrieb, Restaurationsbetrieb, also KMUs, die die namhaften Familienbetriebe respektive die eigenen tagtäglich selber in den Betrieben anzutreffen sind. Zu der Poststelle, unsere kleine Post geht ein, es wird aber eine neue gebaut, und zwar eine Postzentrale für die umliegenden Gemeinden. Bei der Badi möchte ich etwas schmackhaft machen, es ist am Samstag wieder losgegangen. Wir haben vor 3 Jahren eine schöne Sanierung dürfen machen. Besuchen Sie die Badi Nebiken, das ist für Jung und Älter, ich sage nicht alt, für Jung und Älter, ganz eine schöne Sache. Über 40 Vereine und Organisationen vom Feuerwehrchörli bis zum Kontaktnetz prägen das kulturelle Leben. Als Dachorganisation amtet dort die Dorfgemeinschaft. Feuerwehr Altisofen-Nebiken ist aktiv im Zusammenschluss, wie auch die Kirchengemeinde Altisofen-Nebiken-Ebersecken, wie auch die Spitex, ebenfalls Schulwesen, ist in der Oberstufe zusammengelegt. Kurz zur Gemeindepolitik. Die FDP stellt in Nebiken 4 Mitglieder, den Gemeindepräsident, den Gemeinnamen und 2 weitere Ratsmitglieder. Die CVP stellt die Sozialvorsteherin. Sehr stolz sind wir in Nebiken auf unseren schon erwähnten Erich Leuenberger. Er amtet als hauptamtlicher Gemeinnamen in Nebiken, ist Kantonsrat Luzern und ist im Herbst Nationalratskandidat Richtung Bern. Zum Schluss möchte ich für die Einladung danken und wünsche Ihnen eine interessante Landsgemeinde. Merci. Ich darf hier im Namen vom Organisator dir etwas überweisen. Etwas von Nebiken. Das ist, hoffentlich hast du das nicht alles schon daheim. Los, Kurt, herzlichen Dank, alles gut für die schöne Gemeinde. Und nur, dass es so bleibt. Und jetzt gehen wir rüber zur Bestellung vom Büro. Und da habe ich zuerst ein paar Feststellungen. Sie alle haben die Einladung rechtzeitig bekommen.
Wünscht jemand im Saal eine Ergänzung oder eine Änderung von der Traktantenliste? Das ist nicht so. Somit behandeln wir Traktanten gemäss der Einladung auf Seite 5. Gemäss der Kontrolle sind insgesamt und Anmeldungen sind insgesamt 252 Gäste, 252 Gäste, Vertranerinnen und Vertraner, angemeldet und anwesend. Stimmberechtigte Vertranerinnen und Vertraner sind 241, ein absolutes Mehr von 121. Und laut Statuten habe ich den Vorsitz. Es ist schwierig, den auszuwechseln. Protokoll macht der Werner Borgerler. Und die Wahlen werden vom Max Achermann, Revisor, geleitet. Und nun, meine sehr verehrten Veteraninnen und Veteranen, werte Gäste, kommen wir bereits zum Jahresbericht vom Hopma. Liebe Veteraninnen und Veteranen, geschätzte Gäste, ich bin mir bewusst und will ich mir bewusst sein, dass ich Obmann von einer Veteranenvereinigung bin und nicht von einem Leistungssportverband, bin ich mit dem verflossenen Vereinsjahr mehr als zufrieden. Wir älteren Turnerinnen und Turner müssen ja niemandem etwas vormachen und beweisen und können darum den Alltag mehr oder weniger stressfrei gestalten und sich an Sachen freuen, die wir in jungen Jahren nicht keine Zeit hatten, keine Augen dafür und keine Ohren. Und darum habe ich Verständnis, wenn nicht immer und alle Wünsche von uns ruckzuck erledigt werden. Die Landsgemeinde vom letzten Jahr in Ettisil ist in jeder Beziehung sehr erfolgreich verlaufen. Mit dem Werner Borgener ist ein sehr verdienstvoller Turner anstelle von Theo Krauer in die Topmannschaft gewählt worden. Und ich bedanke mich im Namen aller Veteraninnen und Veteranen an die gut besuchte, die an der gut besuchten Landsgemeinde teilgenommen für die gute Organisation. Herzlichen Dank also den Männerwiegen Ettisil und der Ortsgruppe Ettisil. Obmannschaft. An 5 ordentlichen Sitzungen haben wir die anfallenden Geschäfte fristgerecht und zielorientiert versucht zu erledigen. Einige zusätzliche bilaterale Gespräche unter einzelnen Obmannschaftsmitgliedern sind natürlich nötig gewesen und haben das Ganze auch natürlich verkürzt, vereinfacht. Der Werner Burgener hat vom OSKI-Samt vom Schreiber übernommen und der OSKI ist neu für die Mitgliederbetreuung zuständig, was vorher der Theo Krauer gemacht hat. Und es ist mir ein Anliegen, hier, hier und an dieser Stelle meiner Kollegin und meinen Kollegen in der Obmannschaft für ihr Engagement und Unterstützung herzlich zu danken. Die Ortsgruppe Obmännerversammlung, die hat heuer, die ist ja nicht nur einfach so eine Institution, sondern sie amtet als Vertrauensleute und Bindeglied zur Obmannschaft und haben in dieser Funktion natürlich auch Aufgaben und auch Verantwortung. Und an der ordentlichen Zusammenkunft vom 20. März in Reiden haben sie Zustimmung, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Protokoll gemacht. Und sie haben Zustimmung zu der Rechnung 14 und Budget 15 gemacht und von der Reisekommission. Und natürlich auch von der Traktantenliste von der heutigen Landsgemeinde. Und die Ortsgruppe Obmänner, die sind nicht ganz alle anwesend gewesen, aber vielleicht war es ein schönes Wetter. Ich sage es jetzt einmal so. Aber wir werden noch mit Einzelnen vielleicht ein bisschen reden. Gut, Mitgliederwirtschaft. Sie werden beim Traktandum Metabericht auch heute feststellen können, dass man halt altersbedingt immer wieder mit vielen Austritt und Todesfall konfrontiert werden. Aber erfreulicherweise haben wir auch in diesem Jahr die Abgänge mehr als können kompensieren können. Und zudem hat der Oski Michel im vergangenen Verbandsjahr wiederum weit über 100 Gratulationsschreiben an Mitglieder ab 65 und alle weiteren 5 Jahre dürfen verschicken. Und die Reaktionen
daraus zeige ich uns, dass das sehr geschätzt wird unter den Mitgliedern. Dann zu den Finanzen. Wenn man das Glück hat, einen Säckelmeister in der eigenen Reihe zu haben, der von der Herkunft her gründlich und sparsam ist natürlich. Als ehemaliger Posthalter, den gibt es fast nicht mehr heute. Wenn du jetzt gesehen hast, geht es ja auch zu. Dann hat man in der Bandsfinanzen meistens Glück, aber nur, wenn man immer auf ihn lässt und macht und spart, wenn er das sagt. Noch zum Veteranentreffen. Nach einem Jahr Unterbruch haben die Kameraden von der Veteranengruppe Langnau-Rhein-Reichenthal wiederum ein Familiensommerplausch organisiert. Herzlichen Dank, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Der Anlass ist wie immer wunderbar organisiert. Die Vereinsreise, das war ein Highlight, die kroatische Adria war das Ziel von unserer achttägigen Reise im Herbst. 59 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die sehr abwechslungsreichen Tage in Kroatien genossen und dank eingangfreier Organisation und keiner negativen Zwischenfälle ist die Reise ein Erlebnis gewesen. Herzlichen Dank, Silvia Grossenbacher. Noch zu den befreundeten Organisationen. Ohne Ausnahme haben wir die Delegation von uns, Landsgemeinde und Delegiertenversammlung von den befreundeten Organisationen im Verbandsgebiet von Zentralschweiz und Aargau besucht und im Herbst haben wir sogar dabei sein bei der Präsidentenbestellung, dem neuen Präsidenten vom Turnverband Luzern-Obernidal, der André Weiss. Und einen speziellen Erfahrungsaustausch pflegen wir ja mit der Obmannschaft von der Aargauer Turnveteranenvereinigung. Und alle zwei Jahre treffen wir uns abwechslungsreich im Verbandsgebiet. Und letztes Jahr sind wir eingeladen gesehen auf dem Horben. Herzlichen Dank. Kommen wir zum Schluss. Ich danke allen, die an unserem Verbandsleben aktiv teilnehmen. Mit dem Verhalten motiviert er uns, den Verband so zu führen, dass möglichst viele Mitglieder Wünsche und Anregungen können berücksichtigt und umgesetzt werden. Unser oberstes Ziel, Förderung von der Kameradschaft, wird auch künftig im Vordergrund stehen. Genießen wir doch die Zeit miteinander, die uns noch verbleibt, möglichst gesund und unbeschwert miteinander. Und den Kameradinnen und Kameraden, denen es nicht gut geht, die krank sind und nicht mehr unter uns können sein an der Landsgemeinde, in denen wünschen wir alles, alles Gute, vor allem gute Gesundheit. Und das wünsche ich Ihnen auch. Ich hoffe, dass wir ein paar gemütliche Stunden miteinander können verbringen können. Herzlichen Dank. Wenn unser Vorsitzender nichts dagegen hat, dann gehe ich gerade weiter zum Traktandum 5, zu den Neueintritten. Ich habe die im Alphabet noch und ich möchte die bitten, kurz aufzustehen, wenn ich die Namen ablese. Das ist der Arnold Hans-Peter von Etiswil. Der Bachmann Guido von also ich tue die Ortsgruppen ablesen, nicht den Wohnort von Ebiken. Der Bandwart Walter von Luzernstadt. Bier Josef Luzernstadt. Bisank Nittel Christa von Ebiken. Bisecker Irene von Ebiken. Bocheli Hodel Isabel von Ebiken. Gammetzind Marbacher von Ebiken. Carnevale Michele von Luzern BTV. Dus Sager Lydia von Reiden, Fischer Franz von Triengen, Frank Achermann Margret von Büren, Gut Marlies von Ebiken, Hodel Susanne von Ebiken, Hodel Schumacher Susanne, das ist eine zweite, auch von Ebiken, Imfeld Albert von Alpnach, Kirchhofer Oskar von Büren, Linke Bucher Andrea von Ebiken, Meier Agnes von Büren, Moosferdi von Luzern, Müller Hugo von Roswil, Niederberger Hubert von Luzernstadt, Niederberger Werner Luzernstadt, Odermatt Franz von Luzern BTV, Rölli Kurme Claudia von Ebiken, Schürme bei Rita von Ebiken,
Schurtenberger Erika von Rosswangen, der Schimschek Sakir von Büren, Sommermüller Jolanda von Ettiswil, Wechsler Birgisela von Nebiken, Weissa André von Büren, zum Steinwalter von Alpnach, Zurkirch Eckar von Büren und Zurkirch Meier Pia von Büren. Hat irgendjemand etwas einzuwenden gegen jemanden von diesen neuen Mitgliedern? Dann werden wir die aufnehmen. Und ich bitte die neuen Mitglieder, die anwesend sind, nach der Versammlung bei mir da vorne vorbeizukommen, dann tue ich ihnen ein Abzeichen und die Satzungen überreichen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und heißen Sie herzlich willkommen in unseren Reihen. Seite aus ein ganz herzlichen Dank an die und ich hoffe, an die neuen Mitglieder und ich hoffe, dass sie an unserem Programm, das wir dort anbieten, wir sehen das noch, dass sie auch daran werden teilnehmen. So, und jetzt bin ich gespannt. Kantonsratspräsident. Fast mein Nachbar. Höchster Luzerner. Und er ist ja das letzte Jahr schon als Vizepräsident an der Landsgemeinde Sättiswil gewesen. Und wie ich ihn kenne, hat er jetzt ein Jahr Zeit, also ja, er braucht nicht immer ein Jahr Zeit, aber jetzt hat er ein Jahr Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Und darum wird ganz etwas Spezielles kommen. Franz, du bist herzlich willkommen. Grüezi miteinander. Lieber Obmann Kari, das habe ich letztes Jahr gelernt, das habe ich nicht ein Jahr gebraucht. Obmann ist er und nicht etwa Präsident. Sehr verehrte Damen und Herren von der Obmannschaft, liebe Damen und Herren auch vom OK, geschätzte Kolleginnen und Kollegen vom Kantonsrat, vom Gemeinderat an der Spitze mit dem Gemeindepräsident, liebe Veteraninnen und Veteranen, liebe Gäste. Es ist ja so, der Kari und ich kennen uns schon 2-3 Monate. Und es ist aber zuerst etwas anderes zu sagen. Als ich hergefahren bin, hier zu Nebiken, sind mir Leute begegnet, die zum Zug ausgestiegen sind. Die sind hierher gemarschiert und dann hat man sich hier vorgestellt und einer hat gesagt, es ist gut, wenn du redest, aber nicht zu lang. Jetzt werde ich mich bemühen. Herzlichen Dank darum für die Einladung zur Landsgemeinde. Dass man im Kanton Luzern kann an einer Landsgemeinde, das dunkt mich ganz etwas Spezielles. Darum und unter anderen Gründen bin ich selbstverständlich gern auf Nebiken gekommen. Und der Kari hat es gesagt, ein Stück weit ist es ein Heimspiel für mich. Das letzte Jahr hat er mich die Lehre geschickt an der Veranstaltung Sättiswil. Ich habe dort wirklich etwas gelernt. Wir zwei wohnen in Sättiswil, wie er gesagt hat, über den Steuerfuss müssen wir jetzt ja nicht reden. Das ist ein Heimspiel. Und nachher vor allem auch, weil wir jetzt Nebiken sind. Weil da verbringe ich einen wesentlichen Teil von meinem Privatleben, da schaffe ich nämlich. Dann gibt es einen weiteren Aspekt, das müsst ihr wissen. In Sättiswil weiss man das. Wenn der Kari ruft, dann ist das eine Art wie ein Marschbefehl. Da gibt es eine Art nur noch zu sagen, hier um verstanden. Und der Kari ist eben nicht Präsident, sondern Obmann. Und noch etwas ganz Spezielles hat es mich gedacht. Ihr habt ja nicht ein Buch, wo die Liste Mitglieder drin aufgeführt sind, Mitgliederliste, sondern ihr habt ein Herdenbuch. Das habe ich gelernt vor einem Jahr. Und damit ist der Kari eine Art Herdenführer, wenn man so will. Ob das jetzt Schaf oder Kühe oder Stiere sind, das müsst ihr dann hinein spielen. Also, und er hat die Regierung ganz leicht zwischen den Zielen ein bisschen angefielt. Das werde ich gerne weiterleiten. Selbstverständlich darf ich heute Grüße von der Regierung und vom Parlament überbringen. Und meine Damen und Herren, die Grüße die überbringe ich gerne. Sie sind nämlich auch verbunden mit dem Respekt
über das, was ihr, eure Vereinigung, gemacht habt und bis heute macht. Ihr trefft euch immer einen Tag im Jahr, um miteinander zu sein, um miteinander über das zu diskutieren, was passiert ist. Wahrscheinlich auch über gute alte Zeiten, und das ist auch gut so. Sie haben sich als junge Menschen entschieden, im Turnsport aktiv zu sein, und sie haben sich in dem verschrieben. Und ich habe ja das schon ein paar Mal gespürt, Turner, sie ist ja nicht nur in den Turnverein gegangen, sondern es ist wahrscheinlich eine Art wie eine Lebensauffassung, nämlich, dass man sagt, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Das ist mir das letzte Jahr schon aufgefallen, das fällt mir wieder auf. Ich habe in der Geschichte nachgeschaut, vor 200 Jahren ist in Deutschland das Turnen verboten worden, weil man ein bisschen Angst gehabt von den Reformen-Ideen, die Turner eingebracht haben. Wie haben sich all diese Zeiten gegeben? Und wenn ich, wie gesagt, in die Runde schaue, dann fällt mir auf, ausgerechnet bei den Turner ist offenbar beides, nämlich ein gesunder Körper und ein gesunder Geist vorhanden. Der euer Obmann ist ja ein Lebensbeispiel für das. Und ihr seid nicht nur im Turnen zugewandt, sondern selbstverständlich auch in der gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Zusammensein. Und gerade dieser Aspekt, darum stehe ich glaube auch hier, ist schon im Jahr 2015 unglaublich wichtig für die Gesellschaft. Sie engagiert sich in der Gemeinschaft, in dem Fall eben für das Turnen. Ihr engagiert euch aber auch für die Gemeinschaft, um eben die Gemeinschaft zu pflegen, zusammen zu sein, zu diskutieren, zu essen, zu trinken und im einen oder anderen Fall halt auch zu feiern. Das finde ich lebenswichtig. Und Leute wie ihr seid für die Gesellschaft elementar. Ihr seid wie der Kitt von der Gesellschaft, der eben dazu beiträgt, dass die Gesellschaft zusammen hat und zusammen bleibt. Weil der Rückzug in die eigenen vier Wände, der ist ja heute relativ populär, der wird auch von vielen gepflegt. So unter dem Motto, die Hauptsache ist, es stimmt für mich. Das ist in Ordnung, wenn das für viele möglichst gut stimmt. Aber ich glaube, der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht den Zusammenhang. Und ich könnte den Bogen zur Politik schlagen. Es ist ja eigentlich fast ein bisschen dramatisch, wenn bald nur noch ein Drittel sich um die Belange der öffentlichen Hand kümmert. Gründe können wir einen Haufen analysieren, machen wir heute nicht. Einer davon ist möglicherweise, dass es das verhältnismäßig gut geht. Und ihr seid für mich lebende Beispiele, dass es eben auch anders geht, dass man sich mit Engagement selber auch Freude machen kann. Und sie haben zudem einen Tagungsort ausgesucht, ich könnte das eben, weil ich hier arbeite, wo ausgerechnet auch der Turnverein einen ausgezeichneten Ruf genießt in diesem Dorf. Er engagiert sich schon fast in vorbildlicher Art und Weise, nämlich auch dafür, dass sich Jung und Alt trifft. Ich muntere sie also auf am Schluss, bleiben sie dran, freuen sie sich doch an diesem gemeinsamen Treffen und schauen sie gut ihrem Obmann und insbesondere schauen sie, wenn eine Frau da vorne steht, dass er den Ehren Männer aufstellt. Ich wünsche euch einen recht schönen Sommer. Weil ich ja ihn können als sogenannten Fastnachbar, weiß ich, dass er von mir schenkt, nicht so gerne, der hat es gerne lieber überreicht von der Ehrenamt. ganz herzlichen Dank, du hast das hervorragend gemacht. Wir wünschen dir wirklich alles Gute in diesem Jahr. Ich weiss, du machst das sehr gut und du hast Freude an dem Amt. Und wenn ich richtig gerechnet habe, bist du das nächste Jahr an unserer Landsgemeinde Stringen noch grosser oder Kantonsratspräsident? Weil im Moment ist es Übergangsjahr, wenn ich das richtig verstanden habe, tut man das neu einbergen in Luzern. Also es gibt auch hier und da Neuerungen in Luzern. Es ist nicht so, dass das immer alle 100 Jahre weitergeht. Aber dann könnte es gut sein, dass du wieder abgeordnet wirst. Und wenn du wieder abgeordnet bist und das dritte Mal bei uns bist, dann nehmen wir dich als Mitglied auf. Herzlichen Dank. Und jetzt, Erwin Grossenbacher, ich freue mich, dass du bei uns bist
und ich habe ihn gebeten, nachdem wir in der letzten Woche so sehr grosse Freude hatten an unseren Kunstturnerinnen und Kunstturnern, und dass er doch ein paar Worte über die Entwicklung und über die Zukunft und die Vergangenheit von seinem Verband etwas uns sagt. Erwin, du bist herzlich willkommen. Geschätzter Herr Obmann, auch ich bin deinem Marschbefehl gefolgt. Liebe Obmannschaft, liebe Veteraninnen, Veteranen, sehr verehrte Gäste, ich darf euch Grüße überbringen vom Zentralvorstand vom Schweizerischen Turnverband. Der Obmann hat es richtig gesagt, der Schweizerische Turnverband ist im Moment in einem Hoch. Mich hat das riesig gefreut, in Montpellier dürfen die Erfolg live mitzuerleben. Ich glaube, es war einmalig, wir konnten 10 Finalplätze erturnen, 5 Medaillen und hier davon, Julia, die wichtigste, der Mehrkampf. Es war eine grossartige Sache. Ich bin richtig stolz, dürfen hier Präsident sein von einem solchen Verband. Es läuft sehr viel im Schweizerischen Turnverband. Wie ihr sicher auch können lesen konntet, es ist zwar nicht ganz gross breitgeschlagen worden, wir sind dran, dass wir die anderen polysportiven Sportverbände bei uns aufnehmen. Das heisst Sportunion, SATUS, SVK, TV-Sportverband sollen Mitglied werden im Schweizerischen Turnverband. Ich glaube, das ist eine einmalige, geschichtliche Gelegenheit, dass wir die jetzt wahrnehmen. Wir haben im April eine Vereinbarung unterzeichnet. Alle Präsidenten, Präsidentinnen, alle Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, dass wir das Ziel haben, 1.1.17 werden die Teilverbände bei uns Mitglied. Und zwar mit dem gleichen Recht und Pflicht, wie das ein Kantonalturnverband hat. So können sie ihre Kultur weiter walten und können auch ihre eigenen Versammlungen auch weiterhin abhalten. Ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man das so macht. Ob wir dann am 1.1.17 bereits so weit sind, das weiss ich nicht. Es ist ein sehr hoch gestecktes Ziel. Was sind für Anlässe? Ihr habt es sicher auch lesen können, vor allem auf unserer Homepage stehen sehr viele Grossanlässe vor den Türen. Gymnastrada, 12. bis 18. Juli. Das ist eine logistische Herausforderung, die rund 4'000 Turnerinnen und Turner innerhalb 2 Tage auf Helsinki zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, im Flugzeug haben wir vielleicht 200 Platz. Es ist unglaublich, dass alle rechtzeitig dann auch dort sind und dann auch wieder daheim. Es sind x 10'000 Kleidungsstücke zu vertragen. Es sind x, also sind auch Schuhe, Kleider, Trainer, Regenjacken und so weiter. Es ist unglaublich, dass man da das alles, dann, also jeder das richtige Material dann vorzeitig, also rechtzeitig hat, bevor er dann auch auf Helsinki geht. Der Swiss Cup, 9. November 2015, steht da. Gym Motion, 16. Januar 2016. EM, also Europameisterschaften, Kunstturnen, Männer und Frauen in Bern im Mai, Juni 2016. Es sind alles Grossanlässe, die uns beschäftigt, wo immer wieder eine Kommission hinterher ist, wo ein ganzes OK hinterher ist, wo gewaltige Arbeit geleistet wird. Die nächste Woche, am 21. oder 23. bin ich mir ganz sicher, Mai, wird der Trägerverein gegründet für das Eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau.
Also dort geht es jetzt los, definitiv. Das OK ist in Bildung. Alex Hürzler, Regierungsrat vom Kanton Aargau, wird dort der Präsident sein. Der Zentralvorstand hat auch bereits die Wettkampfleitung gewählt, also der Chef der Wettkampfleitung. Es ist das wieder der gleiche wie in Biel. Der Thomas, jetzt wer hilft mir schnell? Jäger, danke vielmals Heinz. Der Thomas Jäger ist bereits wieder gewählt als Gesamtwettkampfleiter. Ja, liebe Veteraninnen, Veteranen, ich wünsche euch jetzt noch ganz einen tollen Tag heute. Geniesst das, die Kameradschaft untereinander. Und ich will es hier nicht unterlassen, im STV Nebiken ganz, ganz herzlich zu gratulieren für die 100 Jahre. Ich glaube, da ist auch mal ein Applaus nötig. STV Nebiken, gratulieren, 100 Jahre. Die schönste Aufgabe, Geschenke verteilen, wenn man sie nicht selber zahlen muss. Erwin, herzlichen Dank und ich wünsche dir privat und im Verband alles, alles Gute. Herzlichen ja, und jetzt gehen wir das Geld verteilen. Wir freuen uns, dass wir wiederum heuer dürfen im Kunstturnverband einen Scheck überweisen über 2.500 Franken. Der Kunstturnverband steht eigentlich vor sehr grossen Herausforderungen und wir haben das Gefühl, wir älteren Veteraninnen und Veteranen können hier einen Beitrag leisten, um ihnen den Weg ein bisschen zu erleichtern. Und ich bitte jetzt Marcel Wolfisberg und Bruno Krauer dafür zu kommen und den Scheck zu überholen. Den Scheck können wir übernehmen. Oh, das ist etwas. Ich gehe davon aus, dass sie auch noch da sind am Apéro. Darum kann man sie richtig verabschieden. Als Geschenk haben wir dann kein Mühe über. Das längert jetzt da mit diesen 2.500 Franken. So, wir haben aber noch eine weitere Vergabe gemacht und haben im Jugendtag, wo hier das Nebiken stattfindet, im Rahmen dieser Feierlichkeiten, haben wir auch 500 Franken überwiesen. Und das ist eigentlich üblich, wenn man bei uns das Gesuch macht, dass wir an diesen Jugendtagen die 500 Franken geben. Das ist gut eingesetztes Geld. Also, weiter. Wir kommen zum Traktandum 9 Wahlen. Und weil wir hier im Vorstand, also in der Obmannschaft, und die hat das sicher in der Rechnung gesehen, das letzte Jahr die Honorar verdoppelt haben, haben wir auch keine Diskussionen gehabt, weitermachen oder nicht. Oder? Machen jetzt alle weiter. Oder? Ihr müsst nur den Leuten mehr Geld geben, dann bleiben sie in den Vorständen. Oder? Das ist ganz einfach. Lesen die Zeitungen ein bisschen. Es geht heute schon. Also, Spass beiseite. Ich bin glücklich, dass es so ist, dass wir auch die nächsten 3 Jahre mit der bewährten Crew, die wir jetzt haben, können weiterarbeiten. Aber alle 3 Jahre wenn wir wieder gewählt werden. Und das ist gut so. Und ich bitte jetzt den Max Achermann von der Kontrollstelle, die Wahlen durchzuführen.
Ja, meine sehr geschätzten Veteraninnen und Veteranen, ich freue mich, die bisherige Obmannschaft euch heute zur Wiederwahl vorzuschlagen. Vorstellen, glaube ich, müssen wir sie nicht. Das wäre Wasser in die Wiege getragen. Wir kennen sie, sie sitzen hier oben und über das Alter spricht man in dieser Gelegenheit sowieso nicht. Ich darf euch ganz herzlich darum weiter vorschlagen für unsere Jugendmannschaft Ursula Hunkeler mit der Kommunikation, der Werni Burgener, unser Schreiber und Protokollführer, der Roski Michel als Mitgliederverantwortlicher, unser Stadthalter und Säckelmeister, der Lino Robertini und selbstverständlich unser Kari Jobbert. Ich glaube, wir wählen unsere Obmannschaft für die nächsten 3 Jahre gerade mit einem kräftigen Applaus. Besten Dank. Wir kommen jetzt noch, das gehört euch zu den Wahlen und das ist euch so statutarisch richtig, zu unserem Chef. Hier mache ich es aber ein bisschen offizieller. Wer den Kari Jobbert als unseren Obmann wählen will, zeigt das bitte mit der Hand und anschließend AIL hat es selbstverständlich verdient mit einem herzlichen Applaus. Danke vielmals, Kari. Das war es bereits von meiner Seite. Noch ein ganz herzlicher Dank. Ihr seid alle zusammen gewählt. Merci. Los Max, wenn du das Geschenk für dich kommst, schon noch eins über nachher Tag. Wenn du uns jetzt so ganz toll gewählt hast, wieder. Wir danken euch ganz herzlich fürs Vertrauen. Und wir werden versuchen, das eben so, wie wir das Gefühl haben, sehr richtig und entsprechend euren Wünschen. Tun wir das auch nächstes Jahr, die nächsten 3 Jahre so also weiterführen. Und jetzt so kommt noch die Kontrollstelle. Und auch hier kann ich heute sagen, es gibt nichts zu ändern an der Kontrollstelle. Der Max Achermann und der Franz Müller von Ausflug, die bleiben bei uns. Und auch hier haben wir eine wunderbare Kontinuität. Und ich darf euch bitten, auch sie, das ist, die müssen wir alle Jahre wählen, also wenn ihr die nicht gut dünnt, könnt ihr das nächste die abwählen im Fall, oder? Ja, wenn sie etwas falsch zahlen wurden, das ist in den Statuten festgelegt, aber die machen eine Top-Büte. Herzlichen Dank, ist einfach schade. Bei dieser Rechnungskontrolle, also bei diesem Kontrolltag, den die haben, die machen ja immer einen Tag. Aber die laden mich nicht ein, oder? Ich weiss nicht, was die machen im Game hier. Die wollen mich einfach nicht dabei haben. Ich sehe das auch als Sädeli nachher, was das gekostet hat, oder? Aber ohne mich. Mach ich weiter so. Herzlichen Dank. Und wer der Kontrollstelle will, stimmt auch so, dass jetzt müssen wir halt abstimmen. Das ist die Hand haben. Das ist einstimmig gegangen. Herzlichen Dank. Ihr zwei sind in der Kommission. Wow. So, André Weiss. Jetzt kommst du dran. Der neue Präsident vom Kantonalturnverband Luzern Obernidwalden. Hast du die Jungfer erlebt, oder? Darf ich dich bitten? Und selbstverständlich dir da. Geschätzte Veteraninnen, geschätzte Veteranen, geschätzte Obmannschaft, lieber Obmann, Kari. Befehlsausgabe war am Montag per Telefon. Also auch bei mir ist der Ruf angekommen. Und ich möchte im Namen von meiner Kollegin mir und von den befreundeten Verbänden recht herzlich für die Einladung danken. Der Turnverband hat einen neuen Präsidenten. Was ist das für einen? Relativ viele Leute drinnen werden mich nicht persönlich kennen, darum erlaube ich mir, dass ich mich ganz kurz vorstelle. Mein Name ist André Weiss und das impliziert dann meistens schon die erste Frage, weil ich komme ja von Büren, von Büron. Ja, bist du mit dem Sepp und mit dem Hans verwandt? Dann muss ich auch sagen, nein, ich war Nachbar vom Sepp.
Ich habe im Sepp gelernt zu turnen, aber verwandt sind wir nicht. Ich bin 47, bin seit dem 1. Jänner Präsident des Kantonalturnverbandes, habe mein Amt im Spital antreten. Ich war auch gerade im Spital, ausserfahrplanmässig. Wir haben die ersten Sitzungen hinter uns. Es ist ein sehr spannendes Amt und es kommt wesentlich mehr auf einen zu, als man so gemeinhin angenommen hat. Aber es ist sehr erfüllend. Und ich habe im ersten Bericht, im Inform, ich hoffe, ihr habt das alle gelesen, geschrieben, was bewegt den Verbandspräsidenten neu. Dann habe ich geschrieben, was sich am meisten bewegt, ist der Kilometerzähler. Der bewegt sich in der Zwischenzeit noch mehr als Dojo. Aber das ist wirklich schön, ich mache das gerne. Wir haben in den letzten Wochen den Trägerverein für das Verbandsturnfest 2018 gegründet. Ist im neuen Inform ist das drin, ist ein Bericht drin. Ich bin stolz, dass wir das jetzt so schnell haben können in Angriff nehmen konnten. Und der Peter Huber, seines Zeichens Gemeindepräsident von Hochdorf war bis vor kurzem, ist OK-Präsident. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da ganz ein schönes Fest werden erleben. Demnächst ist hier in Nebiken der nächste grosse Anlass von uns. Und zwar die Verbandsmeisterschaften mit dem Wigeren Cup am 6. Juni. Und gerade am Tag darauf, am Sonntag, ist der Verbandsjugendtag, der auch hier in Nebiken stattfindet. Ich bin ziemlich sicher, dass dann Mitglieder des Turnvereins Nebiken am Sonntag zu oben froh sind, wenn es durch ist. Geschätzte Turnerinnen, geschätzte Turner, das wäre es schon von meiner Seite. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Versammlung, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Herzlichen Dank, André. Selbstverständlich kommst du auch etwas über, obwohl nicht richtig hast. Ich habe dir nicht am Montag angeboten, sondern am Montag vor 8 Tagen. Das ist ein grosser Unterschied. Wir kommen zum Traktandum 10. Und das ist Vorschau und Aktivitäten. Da fangen wir mal an, am 5. Juli, also das ist gleich schon, haben wir einen Sommerplausch in Grosshang, wir kommen noch darauf zurück. Was auch schon erwähnt worden ist, 12. bis 17. oder 18. aus Gymnastrada, das ist das Welttonfest selber, ihr habt das gehört, 4000 Turnerinnen und Turner rund, gehen da in unserem Land dorthin. 20. bis 27. September ist unsere Veteranenreise in Böhmerwald. Wer von dem einmaligen Angebot noch möchte profitieren, soll doch so gut sein. Und während dem Apro bei der Silvia Grossenbacher sich andocken. Es hat draussen noch Programm und wir haben alle Unterlagen hier. Es sind noch 1-2 Plätze sind noch frei. Wenn ich sage, bei der Silvia Grossenbacher, es geht nicht dran, darum irgendwie abzumachen, also es geht ja nur um die Reise. Nicht wegen dem müssen wir mit ihr verhandeln. Und ich möchte Sie bitten, doch das zu nutzen, das Angebot, das ist sehr, sehr attraktiv und auch lukrativ in jeder Beziehung. Danach am 4. Oktober ist die Eidgenössische Veteranentagung in Delémont. Und am 21. November ist die Delegiertenversammlung vom Kantonalturnverband. Ich glaube, in Reihen steht das. Gut, prima. Und dann gehen wir über 16. Am 9. April ist die Landsgemeinde von der Eidgenossen. Wo weiß ich nicht genau. Allreiter. Das ist gut. Und dann noch am 1. Mai. Am 1. Mai, ihr seht richtig, am 1. Mai findet unsere Landsgemeinde in Triengen statt. Und der Walter Kauf, der Ortsobmann,
hat mich gebeten, Folgendes dazu zu sagen. Der SCV Trienge feiert nächstes Jahr auch 100 Jahre. Und auch sie organisieren freundlicherweise in diesem Rahmen unsere Landsgemeinde. Aber auch sie können wie wir Zettiswil das letzte Jahr das nicht an den Ufer machen, weil sie das Lokal, wo sie dienen wollen, der besetzt ist von den Teilnehmern vom Umritt. Und darum müssen wir das an einem Sonntag machen. Und wir gehen jetzt halt das nächste Jahr am Tag der Arbeit gehen wir auf Trienge und haben unsere Landsgemeinde dort an. Und die Turner von der Turzgruppe und die Veteranen von Trienge freuen sich jetzt schon auf einen grossen Aufmarsch. Habt ihr Fragen zu dem Jahresprogramm? Ich sehe niemanden. Und jetzt habe ich gesagt, auf einen Sommerplausch kommen wir darauf zurück. Und jetzt darf ich den Abraham Krieger bitten. Er organisiert ja das Grosshanger den Sommerplausch. Und weil das jetzt das erste Mal das Grosshanger ist, wird er euch den Ort kurz vorstellen. Geschätzter Herr Obmann, geschätzte Gäste, Veteraninnen und Veteranen, liebe Turnkameraden. Bevor ich zum Sommerplausch 2015 komme, kurz zu Grosswangen. Wir haben eingangs gehört vom Gemeindepräsidenten von Ebiken, ein paar Zahlen gehört. Und ich möchte hier Grosswangen mit zwei Vergleichen vorstellen. Grosswangen ist rund 6-mal grösser als Ebiken. Wir sind auch höher im Steuerfuss, aber nicht im gleichen Verhältnis. Also, Sommerplausch 2015 in Grosswangen am 5. Juli. Wir laden euch recht herzlich ein. Das ist der Standort, mitten im Wald drin. Kooperationshütte im Hinterbergwald. Ihr habt die Einladung bekommen, schriftlich, mit allen Details, zusammen mit den Unterlagen zu der heutigen Versammlung hier in Nebiken. Dort haben wir Details beschrieben. Wir hoffen, dass wir sehr viele von euch werden dürfen begrüßen können im Hinterbergwald Grosswangen am 5. Juli. Wir wären froh, dass wir eine grosse Anzahl haben. Für das liebliche Wohl ist gesorgt. Der Brief zum Petrus ist unterwegs. Ich kann nicht garantieren, ob er ankommt, aufgrund von den vielen Reorganisationen bei der Post. Aber trotzdem, wir hoffen natürlich, dass wir bei schönstem Wetter mit euch zusammen dürfen den Sommerplausch feiern. Das wäre es. Dankeschön. Noch einen schönen Nachmittag. Also, ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Grosswangen das hervorragend machen. Und der Platz hier oben, der ist einmalig, wer das ein bisschen kennt. Wenn der Urlauf in der Naturgerät, das ist Vita-Parkour, ihr könnt alles miteinander verbinden. Das ist so Ringhänder, seit der Knie. Wirklich gut. Herzlichen Dank dir, Hemmel und in der Grosswangen. Nun, meine Damen und Herren, es entspricht einer schönen Tradition, dass die befreundeten Organisationen einander auch in der Landsgemeinde gegenseitig besuchen. Und der Heinz Kim, der Obmann von der Aargauer Turnveteranenvereinigung, ist bereit. Und wie ich ihn kenne, auch hoch erfreut, dass er uns Grüße dafür bringen, heute nicht nur von ihm, sondern auch von der Zentralschweizer Vereinigung, Max Bucher an der Spitze, von der eidgenössischen kantonalen Veteranen, von der eidgenössischen und Stadtveteranen, die hier als Delegation sind. Heinz, damit ich bitte. Liebe Turnveteraninnen und Turnveteranen, geschätzte Gäste von Politik und Sport, liebe Obmannschaft mit dem Karl von Ettiswil an der Spitze, von Ettiswil. Kari, wir freuen uns. Wir freuen uns, dass wir bei euch dürfen sein. Wir freuen uns von den befreundeten Verbänden. Du hast alle abgelesen, korrekt oder nicht korrekt. Ich kann mir noch sagen,
Es heisse nicht Turnveteranen von der Stadt Luzern, sondern vom Stadtturnverein Luzern. Und es sind Turnveteranen von der Vereinigung, auch unter uns, von Luzern, Ob- und Nidwalden. Selbstverständlich, Max Bucher, erwähne ich auch dich erwähnen, Zentralschweizer Turnveteranen. Wir freuen uns nicht nur, dass wir dürfen unter euch sein, sondern wir freuen uns, dass wir effektiv keine Grüße dürfen überbringen von auswärts. Im Wallis würde man sagen, Österschweiz. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam die 71. Landsgemeinde mit euch dürfen erleben. Und ich persönlich spüre immer wieder die Demonstration, die ihr an den Tag legt, von Turngeist und Turnfreundschaft. Ich denke, so sollte es sein, so haben wir es gern. Und Freundschaft und Kameradschaft kennt keine Grenzen. Und das Turnen selbstverständlich auch nicht. Auch von mir an euch alle ein herzliches Dankeschön und ein vergelt's Gott für die wichtige soziale Arbeit in unserer Gesellschaft für Jung und Alt, für Gesunde und für Kranke und für die aktive Pflege von Kameradschaft und Turnfreundschaft. Liebe Turnveteraninnen und Turnveteranen, für die weitere Zukunft wünsche ich euch viel Freude, gute Gesundheit und auch eine tolle Kameradschaft. Pflegen wir eine Gemeinschaft, die Solidarität noch lebt. Gemeinsam mit Alt und Jung sind wir stark. Der Obmannschaft wünsche ich weiterhin alles Gute, eine glückliche Verbandshand und wir freuen uns jetzt schon für das Zusammentreffen mit der Obmannschaft das nächste Jahr hier in eurem Verbandsgebiet. Herzlichen Dank für alles. Hättest du so lieber aus zarter Hand oder nimmst du so von mir? Wenn die beiden hübschen Damen nicht gekommen wären, dann hätte ich sie aufgefordert. Du darfst das Geschenk schon zur ersten Ehrendame geben. Jetzt müsst ihr halt. So. Also, bei uns geht es ein bisschen locker zu und auch das merke ich dir ja, gell? Jetzt kommen wir zu einem ganz schönen Traktandum. Ich freue mich jedes Jahr darauf. Wir kommen nämlich zu den Ehrungen. Und wir fangen an bei den Ehrungen mit der Vergabe vom goldenen Abzeichen. Und die Namen seht ihr auf der Liste, also auf dem Beamer. Gaulino, die sind irgendwie. Und die Auszeichnung ist für die, denkt, die innerhalb der Ortsgruppe besondere Verdienste erworben haben. Und früher, vor der Statutenrevision, war es so, dass diejenigen eine Auszeichnung bekommen haben, die 3 Jahre an der Landsgemeinde teilgenommen haben. Und neu sind die Ortsgruppen selber verantwortlich, wenn sie innerhalb von ihrer Gruppe uns jemanden haben, wo sie das Gefühl haben, der hat das verdient, soll er so gut sein und uns die melden. So wird die Auszeichnung eigentlich viel näher und ist nicht einfach etwas, das festgeschrieben ist, einfach wenn du 2 oder 3 Uhr gehst, kommst du rüber, sondern es ist nachher eine Auszeichnung an eine Person, die sich tatsächlich innerhalb von der Ortsgruppe, innerhalb von dem Verein verdient macht. Also noch einmal, wenn ihr jemanden habt oder so, sind sie gut und meldet die. Muss man die noch ablesen? Lino, willst du die ablesen? Die sehen die hier oben am Beamer. Alle die, die hier sind, sollen so gut sein und nachher das goldene Abzeichen bei uns abholen. Und ich danke und gratuliere all denen, die hier sind und das können wir machen, ganz herzlich.
Und noch eine zweite, ihr kommt allen rund 50 Kameradinnen und Kameraden zu, heute die 80 und mehr Jahre auf dem Buckel haben und die unter uns sind. Wir haben eine sehr grosse Achtung vor euch und eurem Wirken für den Turnsport. Und darum habt ihr unserer Meinung nach die Ehrung absolut verdient. Ihr werdet jetzt vom Oski Michel aufgerufen und gleichzeitig erscheinen euch nebenan auch am Beamer. Dann kommt ihr hier vorne. Hier vorne ist Platz. Und ihr kommt dann nachher ein Glas Wein über. Und währenddem tun wir dann Verschiedenes noch fertig machen. Und nachher zum Apero könnt ihr das Glas Wein dann gerade mitnehmen. Raus. Nicht verschlagen. Wir nehmen es mit. Und dann können wir draussen, wir sind die Ersten, die nachher gerade ein Glas Wein haben und müssen nicht drauf warten. Und jetzt habe ich noch ein Bit. Während der, als man die 80 plus aufruft, bitte ich euch ein bisschen ruhig zu sein. Und es wäre schön, wenn die evokiert werden, wenn sie aufgerufen werden, auch ihren Namen ordentlich verstehen. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank. Und nachher, wenn das gemacht ist, tun wir dann noch die ältesten Teilnehmer und die jüngsten Teilnehmer hier vorne ehren. Also, Oski, komm. Letzte Anwesende, es freut mich, dass ich die Ehrung vornehmen kann, von den 80-Jährigen und älter. Das heisst also, 80-Jährige, die dieses Jahr 80 werden, werden natürlich auch die, die erst vom Urnen weg 80 werden, auch geben. Also das ganze Jahr gilt. 80 Jahre, Isenegger Josef Surze, Michel Hans Ebiker, Steinmann Leo Etiswil. Ihr könnt aufstehen und vorne kommen. 81 Jahre. Barnettler Melchior Eschenbach. Blum Eduard Rockleswil. Fassel Franz Eschenbach. Meier Franz Grosswange. Murr Hans Beckeried, Scherwalter Nebiker, den 82-Jährigen, Arnett Eugen Luzern, Holzmann Sepp Nebiker, Mandler Erwin Luzern, Neser Hans-Rudi Reide, Odermatt Rita Luzern, Odermatt Walter Emmestrand, Stalder Martin Ebiker, Wirtz Franz Trienge, dann haben wir 83-Jährige hier, Fischer Anton Emmestrand, Krauer Theo Neuenkirch, Lutenauer Josef Rockleswil und Winterberg Stefan Rockleswil. Weiter haben wir auch 84-Jährige, Bissang Adolf Nebiker, Burkhard Josef Kriens, Grubemann Werner Emmestrand, Lustenberger Adolf Kriens, Peter Stefan Altnach, Sigrist Alfred Giswil und Spar Karl Luzern. Amstadt Hermann Beckeried, Basler Werner Reide, Bog Friedi Etiswil, Erno Jakob Reide, Kriegwalti Luzern, Sechsundachtzigjährig, Baumgartner Franz Wollhausen, Thuner Alfred Emmestrand,
Egli Alois Emmenstrand, Freimaik Luzern, Roncetti Carlo Emmenstrand. '87 Jahre, Häfliger Alois Sempach, König Josef Stanz, Lustenberg Benny Roth, Reinert Leo Grosswanger. '88 Jahre, einen haben wir hier und das ist der Hasmax aus Ebiken. '89 Jahre, Landsbaum Altmach, Lautenauer Josef Rockliswil. '90 Jahre, Dur Josef Altnach, Fischer Uram Orlando Luzern und Zuber Ernst Roth. Der tagesälteste und der jüngste Teilnehmer an dieser Tagung wird vom Obmann verlesen. Ich gratuliere allen 80-Jährigen und Eltern recht herzlich und wünsche Ihnen allen einen recht friedlichen, schönen Tag. In diesen Glückwünschen tue ich mich anschliessen. Hört ihr, das hat noch Stuhl. Dort hinten hat es auch noch Stuhl dort. Es geht nicht mehr lang, es geht noch ein paar Minuten und dann sind ihr dann da. Aber wir haben einfach das Gefühl gehabt, es gehört sich, wenn die alten Leute, die so viel Verdienst haben, dass wir die euch zeigen wollen. Nicht ausstellen, zeigen. Und jetzt haben wir aber einen Ältesten unter uns. Und wenn die Buchhaltung stimmt, und ich bekomme, ist das der Bartstoni von Büren. Wurstellung. Wurstellung. Der kommt jetzt ein spezielles Gag von den Hemmbrauen. Und der hat mir ein dann haben wir ein jüngste Mitglied, das heute da ist. Das ist eine Frau. Ja. Hallo. Es gibt noch eine jüngste Teilnehmerin und Teilnehmerin, die da ist. Und das ist heute, wenn ich auch richtig informiert bin, eine Frau Hodus aus Land von Ebiken. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Hier habe ich für den ältesten und für die jüngsten Teilnehmer habe ich einen Schaumwein aus Apfel. So. Jetzt ist es aber so, dass die jüngste Teilnehmerin den gerade selber macht. Und das ist ein bisschen blöd, natürlich. Oder? Aber das habe ich nicht wissen. Aber das Geschenk wird umgetauscht und ich nehme den heim. Das ist ein Geschenk. Ja, so macht man das. Also, die jüngste, der älteste Teilnehmer kommt dann so ein Ding rüber und die jüngste kommt das auch rüber. Also, sie kann sie mir wieder gerne machen, dann kommt sie etwas anderes rüber. Also, ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich. Und wir machen jetzt fertig. Und zwar gehen wir zum Traktandum Verschiedenes. Und wenn die erste Frage unter Traktanten Verschiedenes ist, habt ihr Anregungen, Reklamationen oder Fragen? Das ist nicht so, können wir das auch abhökeln. Und ich darf ich jetzt den OK-Präsidenten von heute, der Rolf Obrist, und der Peter Obi, der OK-Präsident vom nächsten Jahr, auf die Bühne bitten. Thank you.
Prof, besser gut. Also, jetzt ist es ja so, dass wir also einen wunderbaren Wanderstab haben. Und hier sind immer die Kantonswappen sind hier reingeknipst. Und der Wanderstab, den gibt man an die nächste organisierende Ortsgruppe mit. Und ich darf jetzt den Peter Obi, der heute Morgen Mikro hat und aufbewahrt hat, als Herdenbuch gehört dazu und selbstverständlich Glocken gehört dazu. Darf ich zur treuen Aufbewahrung für das nächste Jahr bei euch Nebikerland, ihr kommt das nächste Jahr mit aufs Ring. Das kann man gar nicht anders machen. Aber man hat das nicht geübt. Das ist halt auch ein Gemeindepräsident. Er will mehr, er will auch reden. Jetzt möchte ich den OK-Präsidenten von heute, Ortsgruppenchef von Nebiken, der Rolf Oberisch, das Wort an euch richten. Werte Landsgemeindesamt, zu diesen Insignien. Wir werden jetzt Nebiken uns so Mühe geben, zu diesen Sachen gut schauen, dass wir sie das nächste Jahr unversehrt können nach Trienge bringen. Dann noch etwas zu der Landsgemeinde. Wie ihr alle wisst, ist ja das Jubiläumsjahr zu Nebiken. Und Nebiken, muss ich sagen, das ist ein ganz spezielles Turnervolk. Das Turnervolk hat spezielle Blutsorten. Das ist Rhesus T. T nicht wie Theodor, sondern wie Turner. Rhesus T plus und alle Turner Nebiker Turner. Was wenig wird. Wie komme ich zu dieser Überzeugung? Das Programm vom Jubiläumsjahr ist sehr vielfältig. Hat angefangen mit dem Startschuss am 2. Jänner. Dann ist die Tagungskon Nebikon bewegt. Und da haben sie gesehen, Haufen Leute speziell bewegt. Turnerisch. Fasnachtspaar, das ist ein anderes Thema, da hat man ein bisschen gemütlich sein zusammen. Aber nachher, im März, die exzellente Turnershow. Das ist etwas Spezielles und das kann man nicht einfach so. Für das braucht es Turnerblut. Heute denke ich in dem Sinn an die 12 Jungaufnahmen, Neuaufnahmen, die wir gemacht haben in unserer Ortsgruppe. Ich stelle fest, dass wir 34 Turner und Turnerinnen an dieser Landsgemeinde haben und dass wir Veteranen die volle Unterstützung von allen Reigen hat. Was dürft ihr heute noch erwarten von uns? Das Unterhaltungsprogramm, das ist eine Barrenvorführung der Aktivreigen. Dann kommen die schrägen Vögel von den Männerreigen. Und das Wunder von der Natur, eine Darbietung von einer Gruppe von ehemaligen Turnerinnen und Turner, die sich speziell für die Jubiläumsjahr zusammen Kraft haben und aktiv geübt haben, die zeigen uns heute Nachmittag super Unterhaltung. Die Beispiele zeigen alle, dass unsere Turnerinnen und Turner nur Turnerblut können haben. Die Leute, die haben aber erst jetzt Zwischenhalt im Mai. Es geht noch weiter. Das Jubiläumsjahr, der Wigerenge mit dem Verbandsmeisterschaft, der Jugendtag, wo etwa 1200 junge Turner da sind, dann das Volleyballturnier, Day und Dance und der Kölbi. Und
Das ist nachher etwa der Abschluss, wo wir dann nachher noch selber einen internen Anlass feiern. Aber die Riege, die gehen zwischen dir noch an verschiedene Wettkämpfe und Turnfest. Also ich muss sagen, Nebike hat das, das können die nur mit einem ganz speziellen Blut. Ich sehe also, liebe Turnfreunde, das Jubiläumsjahr, das haben wir sehr viel Arbeit und wir tun es noch die Jugendarbeit, tun wir noch dokumentieren mit diesen 100 jungen Buben und Mädchen, die hier am Verbandsjugendtag dabei sind. Ich danke, ich muss jetzt noch ein danken. Und zwar haben wir ja für die vielen Anlässe haben wir ja auch Unterstützung gebraucht. In dem Sinn tue ich allen Sponsoren, die im Rahmen der 100-Jahr-Feier hier uns sponsern oder unterstützen, bestens danken. Die gute Zusammenarbeit mit der Obmannschaft werde ich nicht vergessen. Und speziell der Susanne und dem Roger Hodu für das gespendete Dessert, das ihr alle nachher geniessen dürft. Das ist ein Glacé, ein Produkt von Hochgenuss. Allen Reigen für die Unterstützung und die Unterhaltung der Landsgemeinde, der Abwartfamilie Erika und André Wermelinger. Ein besten Dank auch an der Feldmusik für die musikalische Umrahmung und allen Helferinnen und Helfern. Besten Dank. Wo ihr reingekommen sind, habt ihr vielleicht schon von außen gesehen. Da ist ein Stand mit vielen Sachen, die man kann nicht nur anschauen kann, die man kann kaufen kann. Das ist unser Kulinarium. Wenn ihr dort etwas postet, dann ist das auch gleichzeitig Unterstützung an die Aktion Denk an mich. Dann haben wir auch eine Jubiläumsfestschrift. 100 Jahre SDV Nebiker. Gestaltet von unseren Veteranen, Roger und Daniel Hodu. Und die könnt ihr allen empfehlen. Vielleicht könnten sie auch mal, wenn der eine so etwas machen. Und dann hat eine gute Vorlage, wie man das machen kann. Ich wünsche allen noch einen gemütlichen Tag, eine gute Unterhaltung von unseren Nachmittag. Danke vielmals. Jetzt habe ich den Schluss, machen wir jetzt. Herzlichen Dank, Rolf. Die Zusammenarbeit natürlich ist hervorragend gewesen. Danke vielmals. Und jetzt sind wir sehr pünktlich. Jetzt machen wir den Schluss und dann machen wir ein Gesamtfoto. Und darum, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für alle Helferinnen und Helfer vor und hinter der Bühne. Das hat er wirklich toll gemacht, auch so gehabt. In dem ich aber auch das Gesamtfoto habe und eine riesige Unterstützung gehabt. Wir haben da gehört und speziellen Dank an die Leute der Rockmannschaft, der Nilo, die die Präsentation wieder gemacht hat und selbstverständlich die anderen, die hier mitgetragen haben. In der Mitte ist die offizielle Teil der Landsgemeinde 2015 vorbei. Anschliessend, wie gesagt, gehen wir rüber zum Apéro und ich wünsche mir, dass wir ein paar gute Stunden miteinander verbringen können und allseits vergessen haben, mit übernehmen. Ich kann das noch persönlich machen. Und die das Abzeichen irgendetwas zutun, sollen Seite zum Bio kommen und das abholen. Und hier weg den Champagner, dann werden wir dann auch machen miteinander, dass wir hier machen kriegst. Aber sind das sicher nicht wie ich schon habe. Ja. Also alles Gute und Prost miteinander. Danke vielmals.